Im fernen Morgenlande, da lebte einst ein Scheich. Der hatte 100 Frauen, denn er war furchtbar reich. Er war ein edler Herrscher, lud er sich Gäste ein. Dann durften seine Frauen mit an der Tafel sein. Wer hat denn da die Hand unterm Tisch? Wer hat denn da die Hand unterm Tisch? Wen ich von euch nochmal dabei erwisch, dem schneide ich etwas ab. Oho, aha. Wer hat denn da die Hand unterm Tisch? Nibbidibbidab. Wer hat denn da die Hand unterm Tisch? Nibbidibbidab. Wen ich von euch nochmal dabei erwisch, Nibbidibbidab. Dem schneide ich etwas ab. Das war an ihm das Nette, man fand es wunderbar, dass er für Etikette und gute Sitten war. Beim Essen da gehören die Hände auf den Tisch, das war dort etwas Neues, das kannte man noch nicht. Wer hat denn da die Hand unterm Tisch? Wer hat denn da die Hand unterm Tisch? Wen ich von euch nochmal dabei erwischt, dem schneide ich etwas ab. Jawohl, so sei's. Wer hat denn da die Hand unterm Tisch? Nibbidibbidab. Wer hat denn da die Hand unterm Tisch? Nibbidibbidab. Wen ich von euch nochmal dabei erwischt, Nibbidibbidab. Dem schneide ich etwas ab. Hilfe! Die Lieblingsfrau Suleika war seines Harems Ziel. Ihr Tisch herbei der Tafel war einst der Großvisier. Des Sultans neue Sitte, die war ihm noch nicht klar, weil er die letzten Jahre zu viel im Ausland war. Wer hat denn da die Hand unterm Tisch? Der Großvisier. Wer hat denn da die Hand unterm Tisch? Der Großvisier. Wenn ich den Kerl nochmal dabei erwisch, den Großvisier, dann schneide ich ihm was ab. Oh, welch Plaisir! Wer hat denn da die Hand unterm Tisch? Der Großvisier. Wer hat denn da die Hand unterm Tisch? Der Großvisier. Wenn ich den Kerl nochmal dabei erwisch, den Großvisier, dann schneide ich ihm was ab. Gnade! Schnibbidibbidab.